Hallo und willkommen in der nächsten Folge von Lies of P. Wir haben das erste große Gebiet abgeschlossen, wir haben Gepetto gerettet und jetzt müssen wir einen Wissenschaftler retten, der eine Fabrik führt, in der Puppen hergestellt werden und wir sollen auch diese schließen. Wir haben dafür von Gepetto einen Schlüssel gekriegt und ich weiß nicht, wo wir jetzt hin müssen, aber wir werden schon irgendwie hinfinden. Ah, vielleicht? Nö, das ist vor. Im Hotel. Ich denke, ich weiß, wo es ist. Das ist im zweiten Stock. Da war noch eine Tür verschlossen und ich denke mal, durch die werden wir kommen. Ich habe mich auch schon ein bisschen über das Spiel informiert. Anscheinend der Großteil des Spiels findet innerhalb der Stadt statt. Also man wird viele Orte von Grad zu sehen bekommen. Also da ist es nicht. Eine Karte wäre natürlich ein Hammer. Was haben wir nicht? Ui, Fallschaden. Oh ne, gar nicht wahr. Ich denke mal, dass wir ins Rathaus zurück müssen. Und am Rathaus an der Seite, da war ja auch eine verschlossene Tür. Das Haus auf dem Elysian Boulevard hat irgendwas mit dieser Pfeife zu tun. Okay, wir sollen auch zu ihr. Da zeigt es auch etwas an. I picked up traces of high-powered energy originating far away. That's one mystery solved. Why don't we make a Legion arm with it? Mr. Vignini is the expert when it comes to Legion arms. But I'm pretty sure I can make one. The puppets get fried easily by electricity. If you use an electric Legion arm, it'll make your life easier. Okay, sie hat uns eine Waffe gemacht. Die mit der Schnur ist sowieso ein bisschen kacke. Ich wüsste jetzt nicht, mit wem ich da geredet habe. Doch, ich habe mit einem Jungen geredet. Nur weiß ich nicht, wo der ist, bei einem Fenster. Vielleicht braucht der diese Pfeife, weil der hat auch irgendwas von seinen Freunden erzählt. Nur wie gesagt, ich weiß nicht mehr, wo der ist. For your information, I didn't steal. Ja, ja. Ich will trotzdem was kaufen von dir. Und zwar will ich... Will ich eigentlich? Eigentlich will ich gar nichts von dir. Wir müssen nur nach unten. Ich glaube, dass das gar nicht weit weg von, ist von hier. Eieieiei. Sternfragment. War das vielleicht gleich hier? Kann das sein? Nein. Da auf jeden Fall bei einem Fenster, wo ich mit einem Jungen reden konnte. Da geht's zu der Frau.
war das sicher nicht. So, aber was kann jetzt das hier? Die neue Hand, die ich gekriegt habe. Schauen wir mal. Da ist es. Ah, okay, die schießt. If only we could play together like we used to. Murphy, I miss you. If only we could play together. Soll ich die Pfeife benutzen? Kann ich die ausrüsten? Irgendwie? Oh, ausrüsten kann ich sie nicht. Das, nee. Wurfobjekt. Irgendwas ist mit der Pfeife, aber es geht halt nicht. Vielleicht hier? Auch nicht. Moment. Ja, jetzt habe ich die Pfeife und es klappt nicht. Okay, dann halt nicht. Wer nicht will, der hat schon. Dann gehen wir weiter. Muss ich mir im Internet durchlesen. Vielleicht gibt es schon irgendwas dazu, wie man dem die Pfeife gibt oder wie, was auch immer. Weil angezeigt wird es auf der Karte, dass es hier irgendwas gibt, aber ja. Falsche Richtung. So, Stargazer verwenden. Rathaus von Grad. Ich muss sagen, bisher gefällt mir das Spiel wirklich sehr gut. Hat einen knackigen Schwierigkeitsgrad. Immer wieder mal so spezielle Puppen mit dabei. Das einmalige Gegner sind und wenn man die knackt. The Nini works. Everything you see here belongs to the Nini. Brilliant inventor in Krat. Just ask him. Not just puppets. Almost every machine and tram in Krat is supplied from here. You gotta be curious about the guy. What kind of person is he? I wish we could find him. That is, if he's still kicking. Okay. Wundermedizin. Ja, vor Alchemisten wurden wir ja gerade noch gewarnt von Geppetto. Oh! Hey! Ich glaube, dass mir das Gebiet ganz gut gefallen wird hier.
Au. Dass ich von da oben beschossen werde, gefällt mir eher weniger. Der schießt, der hat aber Zielwasser. Oi, oi, oi. Der da oben. Der da auf mich schießt. Können wir auch gleich schießen auf ihn. Da hinten ist auf jeden Fall eine Leiter, wo es hochgeht zu ihm, also das nicht dem auch. Ey! Okay, das bringt mir überhaupt nichts. Na komm schon. Er resettet. Du nimmst mich hier gerade ganz schön aus. Du bist einmalig. Also geht das klar. So. Kein Fragment. So, da geht's hoch zu den Bombenwerfer. Ja, da liegt auch was. Und das Ergo-Fragment. Ganz schön verwinkelt hier, das gefällt mir. Man hat ganz schön was zu tun, man kann ganz schön viel erforschen hier. Es ist nicht linear, was mir sehr gut gefällt. Da unten wird es mit Sicherheit auch reingehen. Irgendwann rausgehen. Oh. Nee, 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 nee. Schieß auf den anderen. Jimmy ist Notfallschutz. Das Dorf. Au, 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 au. Falle, böse Falle. Ah. Genau als eine Zelle verfügbar wurde. Naja, was soll man machen? Da habe ich mich jetzt locken lassen. Aber wisst ihr was? Da es Puppen sind, ist mit Sicherheit der besser.
Meine Seelen kriege ich wieder, das schwöre ich euch. Nicht mit mir. Lass stecken. Oh, der ist wieder da. Oh je. Das ist natürlich belastend. Das ist ein Schießwütiger. Au. Du bist doch sicher zu dick, um hier reinzukommen, oder? Ist er nicht. Der ist nicht blöd. Hat sich ganz schön regeneriert, muss ich sagen. Ach komm, ein Schlag noch. So, nicht noch einmal. Jetzt bin ich gewarnt, was da vorne auf mich wartet. Au! Au! Ja, das war's mit meinem Ego da vorne. So eine blöde Stelle. Überhitzung tritt auf, wenn sich Feuerschaden aufbaut. Sowohl dein Charakter als auch die Monster leiden erhöhten Feuerschaden und erhalten kontinuierlichen Feuerschaden. Verringert zudem die natürliche LP-Wiederherstellung der Monster. Verringert die Blockregeneration deines Charakters. Je höher dein Feuerwiderstand ist, desto langsamer lädt sich die Überhitzungsanzeige auf. Benutze eine Reinigungsampulle, um Statusleiden zu entfernen. Okay. Ich denke mal, es ist jetzt auch an der Zeit, die da rauszulegen. So, Moment, was legen wir raus dafür? Die da. Der Feuerschaden war nämlich jetzt wirklich heftig. Puh. Kleiner Nieser. So, wir werden da jetzt ein bisschen cheaten und ein bisschen vorbeilaufen an denen. Zumindest an den Großteil. Vor allem an ihm hier. Hebt ihr noch? Nö. Das ist meins. So, jetzt schnell weg.
Aua! Was machst du eigentlich? Der hat einen ganz schönen Wurf haben. So, Ausdauer aufbauen. Und jetzt seid ihr dran. Nicht noch einmal. Ja, da wird es dann hochgehen. Hier ist nämlich zu. Also schauen wir uns da hinten noch ein bisschen um. Telefon. Ja, hallo? Was? Correct! Fantastic insight! Yes, that's what I would have said if you'd been right, but you were not. I'm not angry, just disappointed. And a little angry. You caller are an absolute blockhead. But... you know what, caller? It's been quite a pleasure. So I think you've earned quite a nice piece of treasure. What's a monster? What's a man? And what's the real difference? Isn't what's more important our very existence? Oh, don't take it so hard, my dear incorrect friend. As a first-time riddle riddler, you get a free pen. But I'm all out of pens, so I hope you'll agree. It's thrice as nice to get a Trinity key. Doors and keys and doors, the subjects of puzzles and riddles galore. My next riddle won't be so simple to crack. Arlecchino's the king, not some riddling cheap jack. Alles klar, der hat ein Rad ab. Da liegt was. Leuchtendes Ergo-Fragment. Schöne Architektur mal wieder. Wow. Was für eine Fabrik. Ich denke mal, dass ich hier meinen Spaß haben werde. So ganz definitiv sogar. Da ist der nächste Stargazer.
Wenn wir noch ein paar Minuten haben, würde ich sagen, schauen wir uns noch ein bisschen um. Eine Kette. Was steht da? Elektropilz ist effektiv, um Puppen zu bändigen. Geh aus dem Weg, wenn du... Wenn du was? Wenn du kein Stalker bist, okay. Vor beiden hat uns Geppetto gewarnt, vor Alchemisten und vor Stalkern. Gesehen haben wir noch keinen, aber wahrscheinlich wird das nicht lange ausbleiben. Da ist wieder so ein großer. Leuchtende... Ah, Sternfragment auch noch. Was bist denn du? Auch ein Gegner. Okay. Oha. Das ist ein Gegner? Seid ihr verrückt? Ach, geht's doch nicht gut. Okay, wir schauen uns da oben noch ein bisschen um und dann werden wir die Folge beenden. Dann haben wir da gut wieder eine halbe Stunde erreicht. Da geht schon ein bisschen in die Fabrik rein. So hoppel ich da mal nicht runter. Wieder ein Fragment. Allzu viel Ergo kriegt man auch nicht, habe ich schon festgestellt. Die Monster bzw. Puppen hinterlassen gar nicht mal allzu viel. Oh, this place gives me the creeps. It's like something's gonna jump out any second. It's okay, pal. Gemini's looking out for you. Ah, da hüpft auch gerade was. Kacke. Was war denn das jetzt? Er hat mich gewonshottet. Okay, Leute, dann mein Ego hole ich mir dann alleine zurück. Ich würde mal sagen, an der Stelle ist genug geschehen. Oder wisst ihr was? Das machen wir doch gemeinsam. Das lassen wir nicht auf uns sitzen. Warum hat er mich gewonshottet? Zumindest rote Augen, wahrscheinlich deswegen. Aber rote Augen haben sie ja eigentlich alle. Aua. Ist jetzt Ruhe hier. Ist der... Jogkartusche Belfort, okay. Wie geht's hier raus? Die halten ganz schön was aus. Hallo? Ich will ja hier wieder raus.
Okay. Jetzt ist da ein Loch drin. So Leute, hat wie immer Spaß gemacht und ich hoffe, wir sehen uns auch in der nächsten Folge wieder, wenn wir mit dem gelben Verkehrsbüro wieder herumlaufen. Und ich sage schon mal Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao Leute.